Hey Leute, hier ist David aus Australien. Wie geht's euch? Heute von mir ein Video zum Thema Geld sparen in Australien für Backpacker. Einfach mal ein paar Quick-Tipps, wie ihr das Geld sozusagen, wie ihr dafür sorgt, dass ihr euer Geld zusammenhaltet. Im Prinzip, ja, große Überraschung, gebt nicht so viel aus, spart und kauft billig ein. Gibt es so eine Redewendung, wer billig kauft, kauft doppelt oder zahlt doppelt. Das ist was Wahres dran. Ja? Also wenn man sich Waren kauft, die natürlich schnell kaputt gehen, dann schiebt man wieder Geld nach und hat man nicht wirklich gespart. Allerdings ist die Frage für euch als Backpacker in Australien, wie lange ihr denn das, was auch immer ihr kauft, wie lange ihr das denn braucht. Ja? Vielleicht ist es völlig okay, wenn es nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr kaputt geht, weil ihr es ja einfach gar nicht länger benötigt, dann aber Geld gespart habt. Okay, wie könnt ihr billig einkaufen? Es sind so ein paar Läden, wo ihr günstig einkaufen könnt. Lebensmittel vor allem bei Aldi, ja, und nicht zu Coles oder Woolworth gehen, sondern geht einfach zu Aldi in den Staaten, wo es Aldi gibt. Da spart ihr bis zu 50% locker. Ich gehe immer noch zu Aldi einkaufen. Ist ganz witzig, weil in Aldi alles so eingeräumt ist wie auch in Deutschland. Also man fühlt sich da sehr schnell heimisch. Aber keine Angst, es gibt dort die australischen Produkte. Okay, Angebote, kauft Angebote. Kauft nicht unbedingt das, auf was ihr Bock habt, auch wenn es um Lebensmittel geht, sondern kauft einfach das, was gerade preisreduziert ist. Ja? Wenn ihr zum Beispiel auf Süßigkeiten steht, zum Beispiel gibt es hier so eine Süßigkeit, die heißt Tim Tam, und die steht jeder drauf, auch wenn ihr es nicht kennt, kauft es mal, würde euch super gefallen, ist so eine Art Keks mit Schokoladenfüllung. Und die habe ich auch mal eine Zeit lang sehr, sehr gerne gegessen, sehr viel davon gegessen, mittlerweile kann ich sie nicht mehr sehen. Und ich habe die immer dann gekauft, wenn sie bei Coles zum Beispiel im Angebot waren. Ja, die waren immer so alle 4 bis 5 Wochen im Angebot und dann habe ich zugeschlagen. Und ja, dadurch Geld gespart. Kauft, wenn ihr so Klamotten braucht etc. und die müssen jetzt nicht unbedingt gut aussehen, sondern ihr seid eher so an praktischen Klamotten interessiert zum Arbeiten oder, keine Ahnung, eine Badehose. Eine Badehose zum Beispiel muss keine von Quicksilver sein oder von Billabong, ja, die muss nicht $60 kosten, die kann auch $10 kosten, bei Kmart zum Beispiel. Ja. Klar, wenn ihr was so eine Badehose mit nach Deutschland nehmen wollt, ja, ist natürlich schön, wenn man da mal eine tolle Billabong-Hose mitnimmt, dann ist es das sicherlich wert. Wenn ihr irgendwelche Tools braucht, Werkzeuge braucht, kauft die billige. Ja? Ihr müsst keine Werkzeuge kaufen, die irgendwie 10 Jahre halten. Ja? Kauft wenig, kauft wirklich nur das, was ihr tatsächlich benötigt. Ja? Kauft jetzt nicht einen Schraubenschlüsselset, einen 100-teiligen Schraubenschlüsselset, sondern kauft eben nur den einen Schraubenzieher, den ihr jetzt wirklich gerade braucht, oder den einen Schraubenschlüssel. Wenn ihr so eher in den ländlichen Bereichen seid, dann kauft Obst und Gemüse zum Beispiel direkt bei den Farmern. Das wird angeboten, da seht ihr so Schilder an den Straßen, an den Highways. Haltet da einfach an, kauft das, was ihr braucht, kriegt ihr definitiv günstiger als im Laden. Viele Supermärkte haben so einen kleinen Korb von Früchten oder von Obst oder was auch immer, was kurz vorm Ablaufen ist, ja, und die sind um 50%, 60%, 70% reduziert, kauft das ein. Ja. Das ist eine Kartoffel mit einer Druckstelle, eine Banane mit einer Druckstelle, sei es drum. Ja, die esst ihr in den nächsten 5 Minuten, dann ist das gar kein Problem. Das hilft definitiv, denke ich, wenn man Geld sparen möchte und muss als Backpacker. Umso mehr Geld ihr spart, umso weniger müsst ihr arbeiten und umso mehr könnt ihr Sachen machen, die ihr in Australien wirklich machen wollt. Okay, das soll es von mir zu diesem Thema gewesen sein. Wenn ihr dazu noch weitere Fragen habt, dann lasst es mich wissen, schreibt mir eine Nachricht oder einen Kommentar. Ansonsten liked das Video, wenn es euch gefallen oder geholfen hat. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr von mir zum Thema Australien auf dem Laufenden gehalten werden wollt. Also, bis später.